Ihr fragt euch, was labern die zwei hier oben? Also, nochmal von vorne. Nach jedem Boxkampf gibt es, sag's doch einfach selber, Kraus. Ich bin jeden Monat unterwegs mit meinen Kollegen weltweit, wirklich nach den besten K.O.s zu suchen. Vincent war als einziger dieses Jahr schon zweimal nominiert. Aber diesmal hat er ganz klaren Sieg davon getragen und ist damit automatisch zum K.O. des Jahres auch nominiert, was wir im Januar und Februar wählen werden. Und da brauchen wir Karlsruhe, dass ihr dann wieder für Vincent abstimmt. Und das hier ist die Urkunde, K.O. des Monats vom letzten Monat. Einmal Applaus, Vincent ist heute nicht gewesen. Willst du auch was sagen? Vincent sagt nicht mehr viel. Er lässt Taten sprechen. Und das ist gut so. Richtig. Ja, ich möchte mich noch herzlich bedanken. Danke. So, Vincent. 13.12. Was sagt dir das? Schmerzen. Für wen? Gegner. Gut. Länger als zwei Runden. Kann man vorne sagen. Also kurz und schmerzvoll. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Du gehst jetzt in 3 Wochen nach England. Kannst du mal zu Näheres sagen? Ich weiß nur, glaube ich, Liverpool ist es und ein Prestigefight gegen Spanier oder irgendwas. Ich habe selber keine Ahnung, einfach in England halt kämpfen und Gegner kommen noch und dann, ja, kämpfen. Nach dem Motto, wir machen so weiter wie die ganze Zeit. Was vor die Fäuste kommt, wird weggeballert. Meine Damen und Herren, unser Vincent Feigenwurz und dann am 13.12. Hauptkämpfer. Entscheidung in der Manege auf dem Karlsruher Messplatz. Tickets ab sofort. Erhältlich.